Paul, hol dir den Kameramann, los! Hallo ihr Lieben, ich bin der Markus, Gründer und Inhaber von Petonus. Wir möchten euch heute auf einen kleinen Rundgang durch unser Geschäft mitnehmen und möchten euch einfach mal zeigen, was wir alles in unserem Geschäft anbieten. Ja, was ihr quasi alles bei uns bekommen könnt. Kurz zu unserer Firmengeschichte. Zoofachgeschäft Petonus gibt es jetzt seit 2004, das sind jetzt 18 Jahre. Wobei wir die ersten, also seit einem halben Jahr, eigentlich Zoofachgeschäft Petonus heißen. Bisher hießen wir immer Aqua Reptilwirt. Die meisten kennen uns noch unter Aqua Reptilwirt. Wir haben uns jetzt aber umbenannt auf Zoofachgeschäft Petonus. Hat Gründe wegen unserem Online-Shop und so weiter, weil wir sehr weit wachsen und eventuell noch andere Sparten aufgreifen wollen wie Aqua und Terra. Deswegen haben wir uns Petonus genannt, weil dieser Name einfach alles offen lässt. Ne? Das ist eigentlich der Grund, warum wir uns umbenannt haben. Ansonsten kann ich noch kurz sagen, wir haben uns auf Aquaristik und Terraristik spezialisiert, also auf Süßwasser und Meerwasser, wobei Meerwasser erst später dazu kam. Wir haben erst die ersten 2 Jahre haben wir nur Süßwasser und Terraristik gemacht. Im 3. Jahr kam dann noch Meerwasser-Aquaristik dazu. Ne? Ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit rein und führe euch mal ein bisschen durch den Laden. Dann folgt mir mal. Paul, du kannst auch mitkommen. Los, komm, komm. Okay. So, unsere heiligen Hallen. Hier vorne geht's los mit einer Lounge. Wir haben so eine kleine Lounge aufgebaut, wo wir auch mal schöne Gespräche führen können, mit dem Kunden sich mal wirklich in Ruhe hinsetzen kann, mal ein bisschen Aquarien oder Terrarium planen kann oder einfach mal zum Hinsetzen, Lesen, zum Quatschen, was auch immer. Ne? Kann man hier machen, genau. Da haben wir noch 2 Schauaquarien eingerichtet, zum bisschen Scaping. Ja. Na. So, dann nehme ich euch mal weiter mit hinter. Dann geht es einmal nach links in die Aquaristik und einmal geradeaus in die Terraristik. Ups, Paul, jetzt wäre es fast über den Hund gefallen. Wir gehen erstmal geradeaus in die Terraristik, würde ich sagen. Genau. Hier findet ihr alles an Zubehör für Terraristik. Also über Höhlen, Wassernäpfe, Dekoration, so ziemlich alles, was für ein Terrarium zum Einrichten gebraucht wird, findet ihr hier. Beleuchtung, Zusatzpräparate für Reptilien, also Futter, Mineralstoffe und so weiter, Heizmatten, alles mögliche, wie gesagt, für die Luftbefeuchtung und so weiter. Alles an Technik auch, was ihr für ein Terrarium einrichten braucht, das finden wir hier auf der Strecke. Ne? So, dann gehen wir mal weiter hinter. So, jetzt kommen wir in die Terrarien-Ecke, sage ich mal, wo wirklich die ganzen Terrarien mit Tieren sind. Ne? Genau. Tja, und hier haben wir, sag ich mal, alles mögliche an Reptilien. Von Chamäleon über Echsen, Agamen, Schlangen, Spinnen, Phasmiden, Fröschen. Also hier haben wir so ziemlich alles an Reptilien, wobei das immer mal schwankt. Ne? Manchmal haben wir sehr, sehr viele Tiere da. Im Moment haben wir gerade nicht ganz so viele Tiere da, weil wirklich ziemlich viel verkauft wurde gerade. Aber ja, also wir haben immer ein sehr, sehr gutes Sortiment an Reptilien vorrätig. Ne? So, dann haben wir Bodengründe und so weiter auch noch, also ne, zur Einrichtung. Dann haben wir einiges an Terrarien hier hinten auch stehen. Ja, sämtliche Größen an Terrarien haben wir hinten stehen. Das ist wirklich für alle Tiere eigentlich, was da ist. Ne? Für Paul ist immer mittendrin, der muss immer dabei sein. Genau, ansonsten, wie gesagt, hier haben wir alles Mögliche an Bodengründen zum Einrichten. Paul, lass das Holz in Ruhe. Der Hund klaut immer die Wurzeln und Äste aus dem... Paul, wo ist das Holz? Wo ist die Wurzel? Ach, Paul, du wieder. Guck mal hier, ist das deine Wurzel?
Naja. So, dann gehen wir mal rüber in die Aquaristik. Also das war jetzt sozusagen der ganze Terrarienkomplex. Ne? Ich höre schon wieder den Hund, der macht schon wieder Unfug. Los, hier lang, komm, zack, zack, sonst frisst du mir alle Wurzeln wieder auf. Hier komm, hier komm. So, jetzt kommen wir in die Aquaristik. Ich würde sagen, wir gehen erstmal links herum. Hier haben wir mal ein Meerwasserschaubecken eingerichtet. Wobei, das Meerwasserschaubecken ist gerade noch so ein bisschen im Bau, das ist noch nicht vollendet. Eigentlich soll das ein reines Fischaquarium werden, nur mit künstlichen Korallen. Ist aber nicht so geworden, wie ich das wollte, und deswegen wird es jetzt gerade nochmal umgebaut und wird wirklich mit lebenden Korallen eingerichtet, also ein richtiges Riff-Aquarium draus gemacht. Deswegen ist jetzt gerade noch nicht ganz so viel drin, wird aber die nächsten Wochen noch gemacht und wir werden euch da auch mitnehmen. Wir werden euch das dann immer wieder mal zeigen, Schritt für Schritt, wie es sich entwickelt. Wenn nicht auf YouTube, dann auf jeden Fall auch auf Instagram, da kann man auch nochmal bei uns reinschauen. Genau. Blende ich gleich hier ein. Genau, wir werden nicht jedes Mal ein YouTube-Video darüber machen, aber auf Instagram auf jeden Fall werden wir immer diese Schritte posten oder Stories machen. Ne? Da könnt ihr uns gerne folgen. Dann haben wir für die Skater haben wir einen Scaping-Tisch gebaut, dass ihr ganz einfach hier im Vorfeld schon mal ihre Landschaften zusammenstellen könnt. Es ist oft schwer vorstellbar für die Kunden, wie viele Wurzeln nehme ich, wie viele Steine nehme ich, ne? Wie sieht das am Ende in meinem Aquarium zu Hause aus. Und von daher haben wir den Tisch gebaut mit Maßband dran, dass wir auch wirklich abschätzen können, okay, wie groß ist mein Aquarium, wie viele Steine brauche ich, wie viele Wurzeln brauche ich. Ja, und das vereinfacht natürlich einiges. Ne? Deswegen haben wir auch einmal dunklen Bodengrund, einmal hellen Bodengrund, weil die Steine und Wurzeln ja unterschiedliche Farben haben. Übrigens, der Hund frisst schon wieder die Wurzeln. Der macht mich fertig. Also was der schon an Schaden gemacht hat bei uns im Geschäft, wenn der nicht so knuffig wäre. Na gut, okay. Aber Paul darf das. So. Ach, was ich noch sagen wollte, ihr habt sicherlich auch bemerkt, unsere Ladeneinrichtung sieht etwas anders aus wie die meisten Sofachgeschäfte. Weil bei den meisten Sofachgeschäften habt ihr überall dieses normale Stino-Regal, dieses Tego-Regal. Und das hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Und deswegen habe ich oder wir viel mit, ja, bisschen auf Wert auf Design gelegt, ne? Mit diesen Obstkisten, mit diesen Paletten und so weiter. Einfach mal, dass es ein bisschen anders aussieht wie in jedem normalen, ich will jetzt kein anderes Geschäft sagen, aber dass es einfach mal ein bisschen optisch anders aussieht. Ne? Diese Wand zum Beispiel, hier haben wir von Kleinteilen, was man für die Aquaristik braucht, auch über Dekoration, alles was mit Reinigung zu tun hat, Scheibenreinigung, ja, Boden absaugen, Mulmglocken, alles mögliche, Thermometer, also alles so an Kleinteilen, was man so für das Aquarium braucht an sich, findet ihr hier in dem Bereich. Na? Wenn wir dann ein kleines Stückchen weitergehen, kommen wir zur ganzen CO2-Geschichte. Also alles, was du für die CO2-Anlage fürs Aquarium brauchst, findet ihr hier jetzt auf dieser Stelle. Wirklich von Komplettanlagen über, ja, sämtliche Kleinteile für CO2, ne? Druckminderer, Magnetventil, Flaschen etc. Alles findet ihr hier in diesem Bereich sozusagen. Da werden wir euch übrigens demnächst, weil mir das gerade einfällt, da wird demnächst auch noch ein Video kommen von uns, da geht es um CO2. Ne? Da werden wir euch nochmal komplett CO2 fürs Aquarium vorstellen. Wie ich eine Anlage, was ich für eine Anlage brauche, wie ich sie installiere, wie ich sie richtig installiere, wie ich sie richtig einstelle. Da wird demnächst nochmal ein Video von uns kommen, weil wir gerade davor stehen, jetzt fällt mir das gerade ein. Dann hier ganz viel Deko, 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 überall Deko, Dekoration, ganz viele verschiedene Wurzelarten. Ja, Wurzelarten, genau, Steinarten findet ihr überall hier. Hier haben wir, das ist Riff Keramik. Das ist jetzt aber nicht für Süßwasser, sondern das ist für Meerwasser-Aquaristik. Weil ja heutzutage auch viel weggehen von Lebendgestein oder weil generell Lebendgestein ja ein bisschen schwierig ist oder schwierig geworden ist zu organisieren. Es gibt zwar wieder Lebendgestein, aber erschwert. Der Hund funkt schon wieder dazwischen. Paul, lass die Wurzel in Ruhe. Aber Paul darf das. Ich sag's dir. Genau, deswegen hier Riff Keramik. Da haben wir aber dann hinten im Meerwasserbereich auch noch mehr. Ne? Dann im mittleren Gang haben wir das Hauptregal für Futter. Unsere Hauptfirmen sind JBL. Ja, ansonsten Oase haben wir auch. Von Nature Food haben wir das komplette Vollsortiment da. Das war mir wichtig, dass wir da wirklich alles da haben, weil das
wirklich mein Favorite ist für Zierfischfutter. Ne? Genau, das sind so diese Hauptfirmen im Aquaristik. Im Terraristikbereich haben wir noch andere Firmen. Ja, ansonsten können wir mal weitergehen. Haben wir auch Frostfutter. Na, hier haben wir eine große Truhe mit Frostfutter. Da haben wir alles Mögliche an Frostfuttersorten drin, was wir für die Aquaristik und auch Terraristik natürlich brauchen. Also wir haben auch, klingt noch ein bisschen makaber, natürlich auch gefrorene Mäuse und Ratten und sowas brauchen ja die Schlangen auch als Futter. Von daher, das haben wir auch alles da. Dann können wir mal hier rüber gehen. Machen wir erstmal hier noch fertig. Hier ist im Großen und Ganzen nochmal JBL vertreten mit sämtlichen Pflegemitteln und Arca natürlich auch. Möchte ich nicht vergessen, Arca Mikrobe Lift ist auch einer meiner Favoriten. Diese Firma mag ich auch sehr, sehr, weil die auch wirklich sehr kompetent sind und wirklich sehr, sehr gute Produkte haben. Ne? Genau, deswegen hier auch viel Arca mit und JBL. Genau. Ja, auch Tests zum Beispiel. Wir haben auch ziemlich viele Tests von JBL. Ne? Also alle möglichen, egal was es jetzt ist. Ne? Wassertests haben wir auch da. Ne? Genau, okay. So, dann. Hier findet ihr so ziemlich alles an Technik, das man für die Aquaristik braucht. Also Filter, Heizstäbe. Wir haben von Oase so ziemlich alles an Filtertechnik da. Innenfilter, Außenfilter. Rucksackfilter. Rucksackfilter nicht zu vergessen. Die sind ja noch relativ neu, aber auch trotzdem sehr, sehr beliebt mittlerweile. Also gerade bei den Aquascapern sehr beliebt. JBL natürlich auch, die ganzen Außenfilter von JBL, Innenfilter von JBL. Ein bisschen auch noch von Haken, die Innenfilter. Ne? Der ein oder andere kennt sie. Diese Fluval-Filter. Genau. Aber wie gesagt, mein Favorite ist trotzdem immer Oase. Das ist einfach. Ja. Sag das nicht zu oft, sonst müssen wir ein Sponsoring machen. Eigentlich müssen wir. Das stimmt, eigentlich schon. Ne? Wir lieben alle Firmen gleich, außer die. Nur Oase ein bisschen mehr. Aber ansonsten alle gleich, natürlich. Und dann Technik findet ihr auch noch. Futterautomaten gibt es noch beim Futter. Und zu der Rechten sind noch. Ach, Membranpumpen ja. Und sowas, um das mal. Membranpumpen, ja, siehst du, das hätten wir fast vergessen. Ja, genau. Futterautomaten und Membranpumpen, so ein kleinen Kram noch, genau. Ja, ansonsten haben wir jetzt die technische Seite hier, genau. Ja, dann gehen wir zu den Aquarien, würde ich sagen. Dann haben wir zum ersten hier einen Aquarienblock, sag ich mal. So ein Turm, Aquarienturm ist das. Mit vielen kleinen Aquarien. Hier haben wir viele Fische, gerade für den Nano-Bereich. Also, ne, gerade Nano-Aquaristik ist ja immer noch ein großer Trend und viele haben nur kleine Aquarien, was ja auch völlig in Ordnung ist. Hier findet ihr sozusagen ganz viele Fische für Nano-Aquarien. Alles so Fische, die 3 cm, 2, 3, 4 cm werden und nicht größer. Und auch Garnelen für Nano-Aquarien. Wir haben, ich weiß gar nicht, insgesamt um die 10 Garnelenarten meistens so da. Ne, Neocaridinas, Caridina-Arten, also für Weichwasser sowohl als auch für Hartwasser. Genau, das befindet sich alles in dem Turm. Ne? So. Ja, und dann kommen wir zur großen Anlage. Ich gehe mal beiseite, dass du mal durchfilmen kannst. Was gibt es zur großen Aquarienanlage zu sagen? Was mir relativ wichtig ist, jedes Aquarium hat eine Einzelfilterung. Wir haben keine Zentralfilteranlage, wie viele das machen. Ne? Da hängen die Aquarien alle zusammen an einem Filtersystem. Hat natürlich Vorteile, weil es wartungsärmer ist. Du hast wesentlich geringeren Pflegeaufwand, hat aber auch Nachteile. Habe ich Krankheiten im System, die können sich natürlich deutlich schneller in einer Zentralfilteranlage oder im Zentralfiltersystem vermehren. Dem wollte ich aus dem Weg gehen, deswegen hat jedes Aquarium einen einzelnen Filter und einen einzelnen Ablauf und auch Zulauf. Ne? Ist zwar, wie gesagt, für mich etwas oder für uns alle etwas aufwendiger von der Pflege, aber habe ich in einem Becken mal ein Problem mit Krankheiten oder was auch immer, dann habe ich es halt auch tatsächlich nur in dem einen Becken und nicht in der ganzen Anlage. Ne? Das war mir wichtig. So, ansonsten ja, findet ihr hier eigentlich bunt gemischt so ziemlich alles. Salmler, Barben, Lebendgebärende, Regenbogenfische. Also wir haben wirklich ein ziemlich großes, breites Sortiment an Zierfischen da. Ach so, hier unten haben wir dann Bodengründe noch, nicht zu vergessen. Für die Einrichtung dann noch. Genau, da haben wir dann hier drüben auch noch deutlich mehr auf der anderen Seite. Da geht es dann auch weiter. Hier haben wir unsere Pflanzenanlage. Hier unten, also wir haben drei Becken mit Pflanzen. Nicht wundern, heute, wir drehen jetzt gerade Samstagnachmittag nach Feierabend.
Die Pflanzenlage ist gerade nicht so sehr voll, wir haben sehr, sehr viel abverkauft. Normalerweise ist die voller, also nicht wundern, dass jetzt gerade nicht so viele Pflanzen drin sind. Ansonsten haben wir in den Aquarien ja hauptsächlich Skalare in allen Farbformen. Diskusse, Parmalawi-Buntbarsche, einfach weil die Becken größer sind und wir da auch größere Fische reinsetzen können. Na? Da man dich bisher nur beim Meerwasser gesehen hat, was wären so deine Highlights vom Süßwasser, was du so anbietest? Im Süßwasserbereich? Irgendwas? Naja, wir haben halt immer sehr, sehr schöne Skalare da, finde ich. Ne? Weil da haben wir wirklich ein paar gute Züchter, von denen wir immer wieder Skalare beziehen, auch in einer ordentlichen Größe. Also oft sieht man Skalare so ganz winzig und wir haben es halt wirklich auch sehr, sehr groß da. Ne? Das sind schon wirklich XL oder XXL-Tiere. Das ist immer was ganz Besonderes. Ja, ansonsten Highlights im Süßwasser. Das ist für mich immer schwer als Meerwasser-Aquarianer. Du würdest dich schon als Meerwasser-Aquarianer definieren? Definitiv. Mein Herz ist im Meerwasser. Es ist einfach so. Weil ich weiß, du hast auch viel Erfahrung beim Süßwasser. Ja, also das stimmt. Ich habe natürlich früher viele, viele Jahre auch Süßwasser gemacht. Wir hatten früher eine riesengroße Zuchtanlage für Diskusfische, Skalare, Schmetterlingsbuntbarsche. Wir haben früher alles Mögliche im Süßwasserbereich auch gezüchtet. Hat auch Riesenspaß gemacht. Aber dann irgendwie bin ich... Wobei, ich habe schon immer Meerwasser gehabt. Ne? Also ich habe mit 15 Jahren hatte ich schon mein erstes 600 Liter Meerwasser-Aquarium zu Hause stehen. Ne? Ja, meine Mutti hat geschimpft wie ein Rohrspatz, aber ich habe es durchgesetzt, so wie immer alles. Das hatte ich auch eine Weile, da bin ich aber ein bisschen davon abgekommen. Wie gesagt, viele Jahre Süßwasser-Aquaristik und dann aber bin ich wieder zurück in die Meerwasser-Aquaristik zurückgeschwenkt. Und da bin ich nach wie vor drauf. Ja, das hängen geblieben, sage ich mal. Das ist meins einfach. Ne? Das liebe ich und das lebe ich. Meerwasser-Aquaristik. Ne? Wobei Süßwasser trotzdem nach wie vor alles schön. Also wenn ihr wollt, dass Markus mal ein bisschen mehr Süßwasser macht oder irgendwas daraus aus seiner Zeit bei Süßwasser erzählt, dann gerne in die Kommentare. Ja, das könnt ihr gerne machen. Ihr könnt gerne in die Kommentare wenn was schreiben. Genau. Ja. Auch wenn ich jetzt bei Insta, ich mache immer sehr, sehr viel Meerwasser-Content, einfach weil es mir halt, ja, es ist halt meins. Ne? Aber ich kann natürlich auch euch ganz viel über Süßwasser-Aquaristik erzählen, wenn ihr das möchtet. Gar kein Problem. So, ja, dann gehen wir weiter. Unser Kassenbereich können wir euch noch mal kurz zeigen. Wir haben unter der Kasse, unter dem Kassentresen, haben wir ein relativ großes Aquarium gemacht. Weil ich wollte damals, mir war damals wichtig, ich möchte nicht einen ganz normalen Kassentresen haben. Ich komme mal ein bisschen runter. Ich wollte keinen normalen Kassentresen haben, sondern ich wollte einen bisschen besonderen Kassentresen. Und deswegen haben wir so ein 2,50 Meter Aquarium unten drunter gesetzt, wo jetzt so ein bisschen Malawi, Tanganyika gemischt rumschwimmt, ein paar Frontosas. Genau. Na? Ja. Ja, und jetzt können wir eigentlich mal so langsam in die Meerwasser-Aquaristik übergehen. Ich wette, hier bleiben wir am längsten. Anzunehmen. Also ich denke auch. Genau. Wir fangen mal an. Kleines Nano-Aquarium, 80 Liter Meerwasser. Weil schon die Richtung, oder sagen wir mal so, was heißt die Richtung? Aber viele fangen mit einem Nano-Aquarium im Meerwasserbereich an. Ne? Einfach, weil es auch kostenerschwinglicher ist. Und viele wollen sich erstmal versuchen. Und ja, versuchen es natürlich erstmal mit einem kleineren Aquarium, ne? Um sich da ein bisschen reinzufuchsen in die ganze Sache. Was auch völlig in Ordnung ist. Erfahrungsgemäß ist es aber meistens so, dass die Leute, die mit einem Nano-Aquarium anfangen, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr, dann schwenken sie schon immer auf ein größeres Becken. Das ist zu 80% aller Meerwasser-Aquarianer ist es immer so. Sie fangen mit einem kleinen Aquarium an, sind mega begeistert, macht unheimlich viel Spaß, aber stellen nach relativ kurzer Zeit fest, ja Mist, mein Platz ist begrenzt, ich kann ja gar nicht die Fische gerne einsetzen, die ich möchte und so weiter. Und deswegen schwenken die meisten Leute dann ja ein halbes, dreiviertel Jahr auf ein großes Becken um, was auch völlig in Ordnung ist. Ne? Und wie man sieht, man kann auch so ein Nano-Meerwasserbecken wunderschön einrichten. Ne? Also auch da kann ich richtig viel Spaß dran haben. Ich bin halt nur ein bisschen begrenzt mit den Fischen zum Beispiel, die ich einsetzen kann. Ne? Ich kann natürlich keine großen Fische in so ein Nano-Becken setzen. So, dann kommen wir zur großen Meerwasserfischanlage. Auch hier jetzt mal nicht wundern, Samstagnachmittag, wir haben geschlossen, ist jetzt nicht sehr viel gerade drin, weil wir sehr, sehr viel abverkauft haben. Wir bekommen zum Beispiel nächste Woche wieder einen großen Import aus Indonesien, dann ist die Anlage wieder voll mit Fischen. Hier ist es tatsächlich nicht so, dass jedes Becken einzeln gefiltert ist. Hier habe ich wirklich eine Blockfilterung dran, das heißt, die Becken hängen alle zusammen über einen Kreislauf, allerdings mit sehr großen und starken UVC-Lampen dran. Ne? Weil im Meerwasser wäre es sehr, sehr schwierig, jedes Aquarium wirklich einzeln zu filtern, weil ich müsste in jedem Aquarium Paul, hallo? Ich müsste in jedem Aquarium müsste ich einen Abschäumer, Strömungs... Das wäre einfach
technisch zu aufwendig. Deswegen macht man mit Meerwasser oder ich ja eine Blockfilterung. Ne? Ja, und hier haben wir eigentlich im Meerwasserfischbereich auch so ziemlich alles. Wir bieten Doktorfische an, wir bieten verschiedene Lippfischarten an, Kardinalfische, kleine Riffbarsche, Chromis, also Schwalbenschwänzchen, Klassiker, Anemonenfische, also so ziemlich alles eigentlich. Ne? Dann schwenken wir mal rüber. Das ist sozusagen so ein bisschen unser Schauaquarium, unser Schaustück von Red Sea. Ein Reefer, ein 750er Reefer. Man kennt es schon aus dem Fließfilter-Video. Genau, man kennt es aus dem Fließfilter-Video, so ist es. Ja, das ist so ein bisschen unser Schauaquarium, aber auch Verkaufsaquarium. Also ich tue hier auch Korallen rein, die wir auch verkaufen. Aber einfach, um den Leuten mal nahezubringen, wie ein Meerwasseraquarium aussehen kann, ganz einfach. Ne? Was ich aus einem Meerwasseraquarium ja, zaubern kann, ganz einfach. Ich glaube, hier an dem Aquarium verbringen, glaube ich, auch die Leute am meisten Zeit im ganzen Geschäft, so gefühlt, würde ich sagen. Und das ist auch mein Lieblingsort übrigens. Genau. Hier könnte ich tagtäglich hier dran herumbasteln und irgendwas umkleben und naja. An der Stelle interessante Frage. Eigene Aquarien zu Hause, ja oder nein? Nein. Also ist das quasi schon so ein bisschen, das ist deins? Genau, das ist mehr oder weniger so ein bisschen meins, was ich ja als mein privates ansehe, sage ich jetzt mal genau. Nee, es erlaubt einfach die Zeit nicht. Ich hatte früher ganz, ganz viele Aquarien zu Hause, aber es ist jetzt nicht mehr möglich, weil es die Zeit einfach nicht zulässt. Ne? Ich bin hier 13, 14 Stunden am Tag im Geschäft und da bin ich auch mal froh, wenn ich nach Hause komme und mal kein Aquarium sehe, ganz einfach. Ne? Und sehr lustig, genau. Ich muss es einfach sagen, es sind die guten Red Sea LED-Spots drauf und du sagst, es ist so ein bisschen dein Aquarium und du bist T5-Fan. Das stimmt allerdings tatsächlich, ich bin ja wirklich immer noch T5-Fan, werde ich auch immer bleiben. Ja, natürlich einfach, um dieses komplette System zu zeigen, sind die LEDs drauf von Red Sea, wobei die ja auch wirklich gut sind. Also die sind ja nicht schlecht, das will ich ja damit nicht sagen. Ja? Das sind wirklich super, super gute Lampen. Nur ich bin nach wie vor halt T5-Fan, weil ich einfach, wenn ich mir jetzt eine Zuchtanlage bauen würde, um Korallen zu züchten, würde ich definitiv T5 drauf machen, weil die Wachstumsgeschwindigkeit unter T5-Röhren deutlich schneller ist. Die Korallen wachsen bestimmt doppelt so schnell wie unter LED-Beleuchtung. Deswegen bin ich auch so ein bisschen T5-Fan, weil ich ja früher viele Korallen gezüchtet habe. Aber ja, hier auf dem Schauaquarium alles gut. LED-Beleuchtung, die Farben kommen tatsächlich sogar unter LED-Beleuchtung etwas besser zur Geltung wie unter T5, das muss ich auch sagen. Die Farbwiedergabe ist unter LED-Beleuchtung schon schöner. Außerdem, warum sollen die Korallen bei dem Kunden zu Hause so schnell wachsen? Die wissen ja gar nicht, wohin mit den ganzen Korallen nach am Ende. Von daher, LED ist super. Jetzt gemeine Frage, Red Sea oder Oase? Ei, schwierig. Das ist Red Sea oder Oase? Naja, ganz einfach, im Meerwasser natürlich definitiv Red Sea und im Süßwasser Oase. Das sind ja eigentlich schon zwei getrennte Paar Schuhe, würde ich sagen. Na, weil im Meerwasserbereich definitiv Red Sea, im Süßwasser Oase. Ganz klar. Na. Okay, dann gehen wir mal weiter den Gang hier hinter. Ach so, nee, ich will natürlich die Ecke möchte ich nicht vergessen hier drüben. Hier haben wir alles Mögliche an Meerwasserzubehör. Das geht los über sämtliche Filtermedien, Aktivkohle, Phosphatabsorber, Wassertests, Bodengründe, ja, Futter, alles Mögliche, was man fürs Meerwasseraquarium braucht. Also auch Abschäumer, Strömungspumpen, Förderpumpen, alles Mögliche haben wir hier drüben in dieser Ecke. Ne? So, dann kommen wir hier rüber. Hier geht es jetzt los so ein bisschen mit den Korallenverkaufsaquarien, Hälterungs- und Verkaufsaquarien, sage ich jetzt mal. Wir haben in der Mitte ein, ja, ich sag mal 600 Liter Schauaquarium, das ist schon Verkaufsaquarium für Korallen. Ne? Wenn wir jetzt in Indonesien zum Beispiel Korallenimporte machen oder wenn wir australische Korallenimporte machen, kommen die größtenteils erstmal in dieses Becken bzw. in das große hier hinten. Ne? Genau. Von der Korallenvielfalt findet ihr hier so ziemlich alles bei uns eigentlich. Also wir haben wirklich Krustenanemonen, Scheibenanemonen, sämtliche SPS, also kleinpolypische Korallen, LPS-Korallen, großpolypische, von Gonioporen, Albioporen, über Fungias, über Euphyllia natürlich, alle möglichen Farben und Formen von Euphyllias findet ihr bei uns. Tja, Echinophyllias, also so ziemlich alles an Korallen haben wir eigentlich hier bei uns fort. Ne? Nicht immer alles in jeder Menge, das natürlich nicht, aber schon viel.
Ja. Ich glaube, sehr markant ist deine Lampenhalterung bei dem Showbecken. Gibt es dazu vielleicht eine Geschichte für die Leute? Meinst du unser Dach? Das fand ich eigentlich cool, weil ich habe das bei einem Kumpel durch Zufall stand das im Keller und der brauchte das. Das war mal eine Bar. Also der hat tatsächlich war das mal eine Cocktailbar und der brauchte das Dach nicht mehr. Und ich sag cool, das finde ich geil. Das hänge ich über ein Meerwasseraquarium ganz einfach. Finde ich irgendwie sieht schick aus. Hier drüben haben wir eigentlich so ziemlich alles an Krabbeltieren. Ne? Hier Schnecken, Garnelen, Krabben und auch viele Weichkorallen. Also in dem Bereich sind eher so Lederkorallen, Scheibenanemonen, Krustenanemonen. Ich trenne das immer so ein bisschen. Weichkorallen und Steinkorallen trenne ich meistens immer so ein bisschen voneinander. Ja, und dann wie gesagt auch Seesterne, Seeigel, also alles an Wirbellosen ist so in dem Bereich. Ne? Ja, genau. So, wie gesagt, auch hier Korallenhälterungsbecken. Hier immer sehr Euphylia-lastig. In den Aquarium sind meistens viele Euphylien, also viele LPS-Korallen sind so in dem Aquarium eigentlich mehr zu finden. Ne? Ja, Firma Sangokai haben wir auch. Viele schwören auf Sangokai, ist auch ein sehr gutes System, haben wir auch da. ATI-Röhren, weil ich es gerade sehe. Da ich ja immer noch T5-Fan bin, habe ich natürlich auch die ganzen T5-Röhren auch alle noch da. Da sind wirklich von ATI die T5-Röhren so meine Favoriten. Also ich finde, ATI macht so die besten T5-Röhren mit. Aber das ist natürlich auch, ich will jetzt nicht, ne, es gibt natürlich andere Hersteller, die auch gute T5-Röhren machen. Aber ich bin so ein bisschen ATI-Fan, was die Röhren betrifft. Ne? Ich glaube, dieses Video musst du wirklich mal betonen, dass du nicht gesponsert wirst. Ja, das stimmt. Sollte ich vielleicht nochmal machen. okay. Dann Salz. Wir haben, ich glaube, 4 verschiedene Firmen da, die Salz, oder wo wir Salz vertreiben sozusagen. Auch hier ist wieder Dupla dabei, hier ist Arca dabei, Tropic Marine dabei, Red Sea natürlich dabei. Ja, ich glaube, das waren die 4 Firmen, wo wir auch alles an Salz da haben, sämtliche Salzsorten. Ne? Ja. Dann haben wir hier auch noch mal ein kleines von Red Sea, ein kleines Schauaquarium. Das ist das Red Sea Nano. Das hat auch 80 Liter ungefähr. Ja, ich glaube 80 Liter, genau. Und auch das ist noch mal ganz minimalistisch, ganz einfach gehalten. Wirklich nur mit ein paar Scheibenanemonen, mit ein paar Krustenanemonen. So wie das jeder, der in die Meerwasseraquaristik einsteigt, auch ganz einfach selber zu Hause machen kann. Ne? Okay. Dann zeige ich euch mal noch, hier haben wir Lebendgestein. Ich bin ja nach wie vor immer noch großer Fan von Lebendgestein. Das ist frisch importiertes Gestein aus Indonesien. Eine Zeit lang war es nicht möglich, aus Indonesien Lebendgestein zu importieren. Das war verboten. Jetzt ist es aber wieder freigegeben. Und ich bin absoluter Fan davon, ein Meerwasseraquarium mit Lebendgestein einzufahren. Viele machen das heutzutage nicht mehr. Die fahren ihre Aquarien mit Totgestein ein oder mit Riffkeramik. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass ein Aquarium wesentlich stabiler läuft, sobald ich Lebendgestein in das System reinbringe. Ne? Also allein durch die ganzen Organismen, durch die Bakterien, läuft das Becken hinten raus viel, viel stabiler. Ne? Deswegen, also auch das bieten wir an, jetzt auch wieder ganz gut verfügbar, auch jederzeit zu bekommen. Ja, ansonsten, ein Becken möchten wir euch noch zeigen, das wollen wir uns nicht vorenthalten. Das ist von Oase. Da haben wir wieder Oase. Das ist das Highline 125 von Oase. Das haben wir hier mal aufgestellt. Was bei dem Highline 25 so ein bisschen besonders ist, es hat eine sehr hohe Schrankhöhe, weil die meisten Aquarienkombinationen haben ja eine Schrankhöhe von 70 cm. Und diese kleinen Oase Highline Aquarien, ne, das 125 und das 175, glaube ich auch, hat eine 90 cm Schrankhöhe. Das finde ich ganz cool. Ja, ist einfach höher. Ne? Es ist höher im Sichtbereich. Ich muss mich nicht so weit runterbeugen. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Ne? Ja, und das Design ist halt einfach unschlagbar. Ne? Ich will ja Oase nicht in den Himmel heben, aber es ist der Wahnsinn. Genau, okay. Wie gesagt, dass wir euch das nicht vorenthalten haben in dem Oase Highline Aquarium. Was haben wir jetzt noch vergessen? Gute Frage. Eigentlich sind wir im Groben, glaube ich, durch.
Was ich euch vielleicht noch erzählen möchte, wo wir 2004 das Geschäft eröffnet haben, war es noch deutlich kleiner. Also wir haben eigentlich nur mit diesem Raum angefangen, wo wir jetzt stehen. Wir haben insgesamt 3-mal angebaut. Ne? Also vorne, wo wir reingekommen sind im Wintergarten, das war der erste Anbau, genau. Dann haben wir den Meerwasserbereich hier hinten angebaut. Also wir haben jedes Mal die ganzen Außenwände weggehackt und haben nochmal angebaut. Und dann haben wir nach hinten zur Seite angebaut. Das zeigen wir euch jetzt aber nicht. Das ist unser privater Bereich bzw. Büro oben drüber und jetzt auch Lager für unseren Online-Shop. Was wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, ist, dass wir auch einen Online-Shop haben. Seit circa einem Jahr oder knapp über einem Jahr haben wir alles das, was ihr hier im Geschäft findet, sozusagen an Produkten, findet ihr auch online. Das werden wir euch dann quasi hier einblenden. www.aquaristik-shop.eu oder auch einfach auf Petonus und dann findet ihr uns automatisch schon bei Google. Genau, also alles das, was wir hier haben, findet ihr auch online. Habt ihr Fragen, braucht ihr Rat zu irgendwas, ruft an. Wenn der Weg zu weit ist, wir schicken euch das dann nach Hause, ist alles gar kein Problem. Ne? Genau, ansonsten denke ich, sind wir im Groben erstmal durch jetzt. Nico, was sagst du? Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du noch wissen möchtest? Oder? Ja, eine Sache noch, was heißt Petonus? Weil wir werden es oft gefragt und es ist eigentlich ganz interessant, deshalb, was ist es denn? Genau. Wir können ja mal kurz hier hochschwenken. Sehr gut. Genau, da steht es nochmal Petonus. Petonus steht eigentlich für diesen Spruch unten drunter tierisch entspannt. Ne? Das Pet, also wir haben das zusammengefügt, das Pet steht für Tier und Tonus ist altgriechisch und bedeutet Körperspannung, Entspannung. Also Petonus steht quasi für tierisch entspannt. Ne? Das ist eigentlich ja, ganz einfach eigentlich. Petonus steht für tierisch entspannt. Ne? Der Grund eigentlich, warum wir uns jetzt vor einem halben Jahr umbenannt haben von Aquareptil zu Petonus, ist eigentlich der, weil wir natürlich in Zukunft auch noch wachsen wollen und eventuell nicht nur bei Aquaristik und Terraristik bleiben wollen, sondern auch andere Sparten aufgreifen wollen, wie Hund, Katze und so weiter. Und dann passt Aquareptil einfach nicht mehr so gut und Petonus lässt halt alles offen. Unter dem Namen kann ich quasi alles vertreiben. So, ihr Lieben, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Paul hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, Digga? Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen, beziehungsweise wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn ihr möchtet, dass wir mehr Content für euch machen, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, schreibt es einfach unten rein. Wir versuchen alles zu beantworten. Wenn ihr mehr Videos von Petonus schauen möchtet, dann klickt einfach hier, hier, hier und hier. Da seht ihr weiteren Content von uns, weitere Videos von uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei bleibt. Paul würde sich auch freuen. Und dann bleibt mir erstmal nichts weiter zu sagen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video. Euer Markus.